Herzlich willkommen im Kindergarten in der Dornschneidergasse. Unser Kindergarten zeichnet sich durch seine imposante architektonische Bauweise mit viel Licht, mit viel Holz, mit Rundungen, mit verschiedenen Ebenen besonders aus und bietet ein tolles Raumerlebnis. Im Kindergarten selbst haben wir 3 Ganztagsgruppen und eine Integrationsgruppe, die halbtägig geöffnet hat. Auch eine Kinderkrippengruppe befindet sich im Gebäude. Insgesamt tummeln sich über 100 Kinder auf dem Areal. Unser Haus ist ein sehr buntes Haus, in dem darf Integration, Diversität und Vielfalt gelebt werden. Der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit und auch die Grundlage liegt auf der Herzensbildung. Dabei ist es uns ganz besonders wichtig, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie sich willkommen fühlen. Und bei uns eine Atmosphäre des Respekts, der Wertschätzung und des Vertrauens vorfinden, damit sie nach ihrem eigenen Tempo und nach ihrer eigenen Art sich entwickeln und entfalten können. Der Tag bei uns startet mit einer persönlichen Begrüßung und beginnt mit einer Freispielzeit und Orientierungszeit. Da können die Kinder forschen, sie können experimentieren, sie können sich gestalterisch in allen Variationen ausleben, sie können planen, sie können bauen. Es gibt einen Familienspielbereich, wo die Kinder ihre Erlebnisse ausspielen können. Wir haben eine Bau- und eine Konstruktionsecke, wir haben viele Gesellschaftsspiele. Dann haben wir auch noch ein kleines Spielzimmer. Das ist einmal vielleicht ein Büro, dann wechselt es wieder zu einer Arztpraxis oder zum Reisebüro. Und es wird von den Kindern sehr, sehr gerne genutzt. Über den Gruppenräumen haben wir auch noch Galerien. Das ist für die Kinder einmal sehr angenehm, sich aus dem Gruppengeschehen zurückzunehmen. Sie können einmal das alles von oben betrachten. Es ist vor allem interessant, weil die Galerien gehen in den Gruppenraum hinunter, aber sie geben auch den Einblick in die Garderobe und in den Eingangsbereich. Also es stehen sehr, sehr viele Möglichkeiten offen und das Kind kann dabei seinen Spielpartner oder seine Spielpartner und die Materialien selbst wählen. Nach der Freispielzeit gibt es eine Jausenzeit. Das ist auch sehr unterschiedlich gestaltet in unserem Haus. Das kann von einer gemeinsamen Jause oder mit einer gleitenden Jausenzeit variieren. Nach der Jause haben wir einen Morgenkreis. Da haben die Kinder die Gelegenheit, sich auszutauschen. Sie können ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse in der Gruppe erzählen. Und es gibt auch von uns immer Angebote, zum Beispiel im sprachlichen Bereich. Da haben wir Geschichten, es gibt Sachgespräche, Fingerspiele. Und immer wieder gibt es auch was im musikalischen Bereich, wie Lieder, Tänze, Kreisspiele. Etwas ganz Besonderes ist auch unsere Theaterwerkstatt. Die kann zwischenzeitlich auch benutzt werden. Da kommen die Kinder aus allen Gruppen zusammen. Hier kann sich das Kind erproben. Es kann aus wunderschönen Kostümen wählen. Wir haben Ketten. Es gibt Puppen, Handpuppen, Fingerpuppen. Also die Kinder können in unterschiedliche Rollen schlüpfen und sich darstellen, sich präsentieren und einmal wer anderer sein. Und da gibt es auch einmal im Jahr dann eine ganz große Aufführung, wo die Eltern teilnehmen dürfen. Es kommen auch die Schulklassen von der nahen Volksschule und auch manchmal Kindergartengruppen aus anderen Kindergärten. Bewegung darf in unserem Haus natürlich auch nicht fehlen. Dazu haben wir einen großen, schönen Bewegungsraum. Das Besondere an diesem Bewegungsraum ist, dass man ihn auch in 2 kleinere teilen kann mit flexiblen Faltwänden. Hier werden auch Angebote von uns gemacht, wie Turneinheiten, Rhythmikeinheiten und es werden auch immer wieder wunderschöne Bewegungslandschaften aufgebaut. Fast bei jedem Wind und Wetter gehen wir auch in unseren riesigen Garten. Der ist wundervoll ausgestattet mit einem Motorikpark. Da können die Kinder klettern, sie können ihr Gleichgewicht üben. Es gibt Rutschen bei uns, wir haben Sandkisten, wir haben Wasserspiele. Also viele, viele Möglichkeiten. Auch einen Hügel, da kann man hinunterrollen. Auch Hochbeete haben wir im Garten,
wo sich die Kinder als Gärtner beweisen können. Sie können beim Pflanzen mithelfen, sie können den Pflanzen beim Wachsen zusehen und sie können dann natürlich die Ernte genießen. Nach so einem erlebnisreichen Vormittag gehen wir zum gemeinsamen Mittagessen. Wir achten auf eine angenehme Tischkultur und die Kinder dürfen dabei selbsttätig ihr Essen nehmen. Sie können entscheiden, wie viel und was sie essen möchten. Nach dem Mittagessen gibt es auch im Kindergarten eine Zeit der Ruhe und Entspannung. Wir haben Kuschelräume, wir haben die Möglichkeit, Musik zu hören, Geschichten zu hören. Einige Kinder nutzen auch diese Ruhephase, um in der Lernwerkstatt an ihren Stärkenpassmappen zu arbeiten. Am Nachmittag werden die Angebote vom Vormittag weitergeführt, bis die Kinder von den Eltern wieder abgeholt werden und nach Hause begleitet werden. Wir feiern die Feste im Jahreskreis, beginnen mit einem Herbstfest, einem Laternenfest, es gibt ein Advent- und Nikolausfest, es gibt auch immer wieder Feste zu den Projekten, zu den unterschiedlichen. Wir haben ein Oster- und Frühlingsfest und ein riesiges Sommerfest, natürlich dann auch mit den Eltern und wie schon vorher erwähnt, unsere große Theateraufführung. So, das war's jetzt von uns und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Musik.